Und damit heiße ich euch herzlichst willkommen zurück zu Satisfactory, meine lieben Freunde. Es leert sich. Es ist soweit. Ich habe mich hingesetzt und habe etwas mitgeholfen bei der Produktion. Dieser guten Sachen. Und wir werden gleich den Elevator wieder losschicken. Ich freue mich. Ich bin sehr, sehr gespannt, was gleich passieren wird. So, ich habe hier nämlich die ganzen Sachen hier mit reingeschmissen. So, dann lass uns kurz die erste Charge hinbringen. Es fehlen noch ein paar Motoren. Aber die müssten oben im Lager sein. Tada. Den noch. Ich bin sehr gespannt, was wir jetzt nächstes freischalten. Beziehungsweise als letztes freischalten, denn sagen wir realistisch, danach ist der Progress etwas weniger. Wir sind aber im Early Access, also wir werden auf jeden Fall weitermachen. Ja, also wir hören da nicht auf. Was haben wir denn hier eigentlich noch? Was ist das da? Gummi. Flexibel ist und eine große Reibung. Ja, ich habe keine Ahnung. Gummi, ich glaube, wir können demnächst Gummi herstellen. Weshalb bin ich jetzt hier hochgegangen? Ach, Quatsch, genau. Einfach nur, weil wir hier drauf drücken, weil ich habe hier doch noch Motoren drin. Lalalalala. Wir verlieren wir kriegen keinen Schaden mehr aufgrund der Beinschienen. Entschuldigung. So, wollen wir mal gucken. Los geht's. Rinn mit dir. Versiege. Ich krieg die Sachen noch nicht mehr. Ich darf die nicht mehr rausnehmen, ne? Die sind jetzt schon verkauft. Das passiert wird anders. Na gut. Los geht's. Es ist mir so. Das ist einfach insane, das Ding. Das ist einfach. Ich mag den Elevator. Musste man da jetzt noch irgendwas drücken? Okay, wenn ich abspringe, dann ist vorbei. Lieferung schaltet frei bei Stufe 7 und 8. Das können wir noch nicht. Das ist, sagen wir es mal so, die Entwickler haben eine Timeline integriert, wann sie was freischalten. Ölaufbereitung, industrielle Fertigung. Ölpumpen, Ölraffinerie, Kunststoff, Brennstoff. Gummi, Platinen. Scanner-Update, Rohöl. 250 davon, 50 davon, 300 davon. Okay, Fabrikator. Was kann der denn? LKW, Computer. BIOS-Album. Hä? Okay, jetzt müssen wir drei Sachen zusammenpacken. Drei oder vier. Computer. Okay. Und ne LKW. Okay, und was ist das? Brennstoffgenerator.
Förderanlagen Nummer 4. Ach du Scheiße. Jetpacks? Und Gasmasken. Damit können wir dann in diese gesperrten Gebiete eindringen. Und damit kann ich wahrscheinlich noch viel, viel erlaubt, dich frei in der Luft zu bewegen, verbraucht bei Verwenden Brennstoff und füllt sich am Boden mit Brennstoff aus dem Inventar wieder ab. Love it. Okidoki, sage ich da mal. Ja, dann müssen wir mal gucken, dass wir hier die Sachen so ein bisschen zusammensammeln. Ich habe jetzt leider keine 50 Motoren mehr, aber die werden ja fleißigst hergestellt nebenbei. Das und das. Da haben wir jetzt gerade gar nichts mehr von. Die Kabel hätten wir vielleicht. Aber selbst da müsste ich mal. Ja, dort. Da haben wir safe. Die sind ja hinten noch in den Containern dran. Also, boah, ey, 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 meine lieben Leute. Scannen für die Dinger. Dann kriege ich eine Ölpumpstation. Also, es sieht tatsächlich danach aus, dass wir nicht in der Lage sein werden, den Stein von dem Corium wegzubekommen. Das stört mich ein bisschen. Ach, das ist ein Moment. Corium. Ist das richtig? Sind das die? Ich würde jetzt einfach mal auf große Wanderschaft gehen. Ich nehme mir hier vorne ein Fahrzeug, das baue ich kurz auseinander. Bevor ich nach hinten laufe. Mit. Was ist das hier? Oh. Das war noch voll. Anlage noch ein bisschen, dass noch ein bisschen weiterlaufen kann, weil wir sind ja auf dem abfallenden Ast, könnte man sagen. Was die Kohle angeht. So, so. Tada. Läuft eine ganze Weile noch, ja. Sehr schön. So, dann wollen wir mal gucken, was wir. Schlepper. Passt. Nein, muss noch Brennstoff rein. Habe ich noch Brennstoff übrig gelassen? Ich glaube nicht, Tim. War jetzt nicht so clever. Gehe ich auch zu. Wir gucken uns jetzt noch ein bisschen in der Welt um und schauen, was wir hier so finden. Ja. Währenddessen unsere Anlage in Ruhe für uns weiter produziert, damit wir die Updates fahren können. Wie gesagt, Kabel und Draht haben wir mehr als genug. Wir könnten natürlich jetzt wieder selber Hand anlegen. Ich wollte hier hinten noch den Brennstoff holen. Na, ich hatte zwischendurch mal ich hatte zwischendurch die Blätter mal hier reingeschmissen, die wir gesammelt haben. Ich werde noch kurz das Inventar sortieren. Wir müssen den ganzen Kladderadatsch, wie man so schön sagt, ja nicht mitschleppen. Beziehungsweise ist ja Quatsch, wir können ja einfach alles ins Auto schmeißen. So, weiter geht's. Oh, hier läuft alles sehr, sehr schön. Das Einzige, was nicht mehr so richtig läuft, sind halt leider die Kohleproduktion. Ja, die geht leider zur Neige.
bin so am Überlegen, ob man einfach mit dem Förderwagen hin und her fährt oder so. Aber lass uns mal gucken, ob wir irgendwo Corium finden, was wir auch abbauen können. Ja, was uns weiterhilft. So. 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 Oh, das ist irgendwo die Richtung. Was ist da? Ach, so ein Förderband. Ich dachte, da habe ich da mit reingesetzt. Oder was ist das? Was denn? Also ich glaube, in diese Richtung sind wir noch gar nicht unterwegs. Hier ist noch Neuland für uns. Ja, mal aussteigen. Scannen. Okay. Da scheint eine Hülle drin zu sein. Bewaffne dich, mein Freund. Der erkennt das Erz nicht mal. Das ist auch cool, dass er das hier nicht als förderbar erkennt, quasi. Mehr kann ich da jetzt gerade nicht zu sagen. Digga. Was ist mit diesem Erz? Kann sich das nicht zu anderen gesellen? Ganz gemütlich? Leute, Leute, das ist abbaubar. Täuscht nur an. Ah, da ist er. Was war das denn? Wurde ich gerade gescannt? Also. Ja, ja, ja. Ich check das, ja. Das ist so der Hinterhältige, ne? Es ist ein abbaubares Vorkommen, Alvin. Also ich sehe den da links noch. Für Sparta! Hey, warte. Okay, nehmen wir mit. Es ist abbaubar. Wir haben eins gefunden. Und nicht allzu weit weg, vor allem. Das ist wichtig. Was heißen würde, wir könnten tatsächlich, und wir werden auch, diesen Quatsch automatisieren. Nee, falsch. Foundation. Und runter. Nein.
Tasten, falsche Tasten. Wir können es automatisieren. Ich hab nicht mehr dran geglaubt. So, dann gucken wir mal. Einen Minator. Wir müssen sowieso einmal hin und zurück. Was brauchen wir dafür? Eine Mine und die Dinger. Und dann jede Menge von anderen Kram. Gut. Wir müssen sowieso einmal hin und zurück laufen, von daher. Das kann nicht wahr sein. Ich hab nicht erzählt. Also ich wüsste nicht, wann mir das letzte Mal das Eisen ausgegangen ist in diesem Spiel. Oh, das ist wirklich nicht weit weg. Das tun wir nicht. Dann würde ich quasi die in den Industriezweig hier hinsetzen. Ja, also hier. Wird dann Corium hin transportiert. Das muss jetzt nicht extra hier hinten drin gelagert werden oder so. Ja, aber wir brauchen Corium so oder so. Ja. Was passiert hier oder was passiert hier nicht? 38% weil wir zu wenig davon. Das ist. Was ist denn los? Aber sieht gut aus, ja. Wir haben mit dem, was in dem Truck noch war, auf jeden Fall erstmal eine ganze Weile überbrückt. Das gefällt mir. Ist das hier? Das auch. Da. Also, wir wollten den Minator bauen. Dazu brauche ich noch eine kleine Mine und ich brauchte Eisenplatten. Hier? Nein. Da oben? Ja. So, dann machen wir das. Wie sieht's denn mit den T-Trägern aus? Sind die komplett verwertet jetzt? Ja. Ich bin jetzt so ein bisschen überlegen, ob ich irgendwie mal selber T-Träger bastel. Ein paar hundert. Um die Produktion hier von der Kohle besser hinzukriegen. Irgendwie, wenn man sieht, das Band ist randvoll, ja. Also so ist es nicht. Schwierig gerade. Das dahin, das dahin. Na gut, diese Folge werden wir jetzt erstmal dafür sorgen, dass das Corium hier ankommt. Ja, zumindest ein bisschen vorne. Dazu müssen wir natürlich einen anständigen Weg finden, der relativ kurz ist am besten.
Bin gespannt, was wir da, wenn ich das richtig verstanden habe, Brennstäbe und Ölfelder müssen wir noch finden. Ja. Oben scheint ein guter Weg zu sein. Relativ direkt. Also ich will jetzt keine großen Umwege oder so. Was ist hier los? Geht nicht? Na gut. Ja, hierbei bin ich mir halt zurzeit sehr unsicher, was ich damit machen soll. Deshalb würde ich sie auch erst einmal komplett auf T1 Förderbänder stellen. Oder? T2? Ich habe ich. Ich bin mir für T2. Dann holen wir noch ein paar verstärkte Platten. Weil dann können wir auch eine T2-Mine basteln und dann passt das. Ja, und diese Folge machen wir das und nächste Folge gucken wir mal, das war. Dann bereite ich wieder ein bisschen was vor. Würde ich sagen. Und wir sehen dann zu, dass wir die Kohleförderung besser auf die Reihe kriegen. Dann können wir halt auch die Stahlproduktion erhöhen. Also mit dem Bein, man ist ja insane schnell. Also wirklich. Das ist ja. So, das T3. Ne, mal kurz mal die Nummerierung ändern. Hier, Förderung 2. Ja. Was? Doch, ist richtig. Wo denn? Oder auch nicht. So. Dann geht's weiter. Ich kann da dran vorbei. Ich versuche mal mit der Ecke von dem Hammer zu zielen, aber das ist nicht richtig. Dann gehen wir mal da oben hoch. Wir gucken erstmal. Oder muss ich hier oben hoch? Aber ich höre hier den Wasserfall. Ja, doch, das muss gehen. Das muss. Ja, was Mutter Mut. Ein Bad für Patten gemacht. So lang. Okay.
alleine sowas, ne? Mach mir die Welt easy easy gefällt. Also easy easy mir gefällt. So. So. Dann schauen wir mal. Ich muss sie mal die Rampen kurz. Nein, ich will die doch hier auf der Zahn legen. So. Ich habe keinen Beton. Ich kannte kotzen. Ich habe keinen Beton mehr. Ja, ja, alles klar. Anders hat. Die Brücke bedarf es nicht mehr. Das ist interessant. Ist auf jeden Fall ein Rohstoff, der wahrlich schwierig zu erreichen ist, der sehr gut versteckt ist. Jetzt mal nicht genauso, nicht allzu genau hingucken, dann machen wir das nicht einfach so. Kann man weiter vor. Also man kann schon eine ganze Ecke. Und dann sollte es von hier aus direkt in die Förderung. Schauen wir mal. Erstmal brauche ich eine Werkbank, weil ich hier noch einen Simulator brauche. So. So, den haben wir. Dann. Wir müssen sowieso noch einmal hin und zurück, ja. Und auch noch Beton holen für den Strom. Ja. Hier können wir keinen. Fördert. Ich hab da bestimmt noch irgendwo Knüdelkram in der Tasche, oder? Hier. Das müsste doch für ein Momentchen machen, oder? Genau, dann arbeitest du schon mal ein bisschen. Wir stellen schon mal aufs Band. Hui. Aus.
Sehr schön. Die Uhr. Ah, ein paar Minuten haben wir noch. So, wollen wir hier hinten schon mal die Schmelze hinsetzen und anfangen dann. Ich muss erst Beton holen. Container da hinten. Ist jetzt nicht außer Welt. Kann ich den hier hinten nutzen? Also ist ja noch effizient. Jetzt macht die Höhe dieses Dings eigentlich auch Sinn, muss ich mal so gestehen, weil. Nicht mehr so günstig. Weil jetzt kann man nämlich auch runterspringen, ohne Schaden zu kassieren. Organisator. Und hepp. Los geht's. Ah, das ist schon genial. Also wirklich. Dass man auf diese Distanzen einfach bauen kann. Oder abreißen. Natürlich hätte man auch die Billing Foundations nehmen können, aber nicht mit uns. Sehr schön. So. Dann kommt da demnächst unser Corium an. Das ist halt die Frage, das ist eine T2-Mine. Muss ich das? Ich weiß halt nicht, wie lange das braucht zum Verarbeiten. Da müssen wir jetzt erst kurz nachgucken. Ein bisschen ärgerlich hier, dass es zu niedrig ist. Aber vielleicht bündig damit machen können. Aber ich wollte halt, dass es so ein kleiner Sockel ist, weil es was Besonderes ist. Gut, wir schauen mal. Nee, Schmelze erstmal. Schmelze. Etwas auf Distanz, falls wir einen Splitter hinsetzen müssen. Was ist das? Cadmium oder was? Caterium. Ich muss mir das mal merken. Stillstand. Es sieht aber nur so aus, weil so in einer Sekunde ist es wieder voll. Wie schnell sind dann bitte die T4-Bänder? Das macht mir ein bisschen Angst. Wenn ich da drauf stehe, sterbe ich wahrscheinlich instant. Also so durch die Druckwelle. Ich mach mal ganz kurz lieber Beton hier raus. Also ich habe das ja frühzeitig gesehen, dass wir Beton noch brauchen werden und habe da extra die Container bauen lassen, beziehungsweise fördern lassen. Ich glaube mit den, da ist noch eine Leiche von mir.
das ist bestimmt... Ja, da, weil ich nicht alles aufgesammelt habe. Wie sieht das hier aus? 4 Sekunden brauchen wir dazu. 94. Könnten wir hier nur noch das erstellen? Ich bin nur gerade nicht so sicher. Achso. Ich bin halt gerade am Überlegen, was man denn eigentlich aus den Dingern basteln sollte. Fällt gerade wahrlich nichts ein. Ist das richtig? Nee. Doch, ist ja gut. Ich verwechsel immer Q und Tab Menü. So, lassen wir das erstmal so sein. Wie sieht's hier aus? Randvoll. Also ist nicht im Ansatz ausgelastet. Na gut, dann würde ich sagen, versuchen wir das Ganze noch zu optimieren. Indem wir mehr schmelzen. Schmelzen müssten auch hier sein, da. Hier, ein Schmelz auf der anderen Seite. Funktionskette. Läuft. Noch zwei Funktionen. Zu teuer. Achso, ich habe keine schweren Platten gerade. Müssen wir mal kurz holen. Was ist das denn? LOL! Das habe ich ja gar nicht gesehen! Das ist frech. Ich hätte das Ding automatisch befüllen lassen können. Und ich habe den scheiß Motor angeschlossen. Was ist hier los? 25%. Irgendwie hängt es hier komplett. Am Draht hängt es gerade. Okay. Müssen wir uns dann nochmal drauf kümmern. Was wollte ich machen? Ach ja, ich wollte schwere Platten holen. Ah, so ein bisschen am Stocken, die ganze Geschichte hier. Also es läuft, so ist es nicht. Ja, guckt euch das an. Jede Menge. Aber tatsächlich zu langsam. Hatte ich nicht mit gerechnet. Das hier. Was ist das denn? 75%? 75% ist alles okay. Hm. Einfach nur sehr langsam. So, wie sieht das hier aus? Auslastung 100%. Verdoppeln Sie bitte mal Ihre Bemühungen. Dankeschön. Das ist nicht das Problem, das zu schaffen. Er war jetzt bei 51%. Kommt jetzt gut hinterher. Alles klar. Natürlich, ich könnte hier auch noch eine zweite Anlage bauen oder so. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn man die ein bisschen pusht, dann das wird ausreichen für uns. So, wir haben wieder unsere Platten geholt. Das reicht. Ich glaube, so ein paar kleine Lecks haben wir. Aber
man bedenke, was hier gerade alles läuft, ja, das ist, ne? Und es wird nicht weniger. Es wird nicht weniger. So, was wollen wir machen? Genau, Constructor wollen wir basteln. Nicht auf C drücken, sondern Constructor basteln. Ja. Dann wollten wir hier vorne noch Constructor basteln. Ja. Mal ganz kurz hier die drei Sachen. Habe ich noch genug? Das ist ganz klar. Dann der organisatorische Teil. Wo bist du? Logistik, Förderband, Splitter. So rum. Das hätte mich auch ernsthaft gewundert, wenn ich das einmal No-Scope hinkriegen würde. Ich muss kurz das Förderband mal wieder ändern. Ne, war sogar richtig. Rein und natürlich da rein. Das haben wir. Jetzt müssen wir erst den Strom setzen, damit sie schon mal arbeiten. Wo war denn hier die Leiter? Da. Auch sehr geil, dass an nahezu allen Gebäuden Leitern dran sind. Merkt man, dass die Entwickler ihr eigenes Spiel gespielt haben. Das macht es um einiges einfacher. Eigentlich immer von oben macht es alles einfacher zu verbinden oder dergleichen. Wenn Leute ihr eigenes Spiel spielen, merkt man das. Produktionskette perfektioniert. Ja, und jetzt brauchen wir den hier noch, den Lagerabteil. Ja. Ich bin halt nur so gerade überlegen, ob wir nicht großen bauen sollen. Machen wir auch mal. Das ist nicht hier. Das ist die Corium-Förderanlage. Moment, das ist hier. Tatsächlich. Na gut, als nächstes werden wir uns natürlich auch um den Strom kümmern. Das natürlich machen wir erst nächste Runde. Wir werden... Das könnte sogar schon ausreichen. Dann sind die da oben aus. Habe ich noch irgendwie
Bio oder so im Tesch? Nicht wirklich. Ja, nächste Runde werden wir uns ein bisschen um die Kohleproduktion bemühen. Und dass wir dann quasi auf T3 kommen. Recht flink. Also Förderbänder T3 besser ausbauen. Dass wir... Vielleicht werde ich auch einfach zwischen den Folgen jetzt einmal hier hin. Einmal... T-Träger herstellen. Auf Ehrenbruder-Basis. Und... und schaue dann mal, dass wir... Ach nee, ich muss von hinten... aus rüber. Das ist springen, ne? Das ist insane. So dass wir einen Großteil der Anlage schon mal auf T3 kriegen, bis da hinten hin, und dann vielleicht auch das Förderband von da drüben schon rüberlegen können. Ja, so dass wir wirklich erst einmal keinerlei Probleme. Wenn wir ein zweites Kohlekraftwerk, also eine Raffinerie einbauen, könnten wir noch 9 weitere Anlagen errichten, ohne in Bedrängnis zu kommen. Das erscheint mir nicht verkehrt, zumal es mir das stört halt schon ein bisschen. Ne? Also bis da vorne staut es sich, mehr bis hier. Und ab hier ist T3-Band. Und ich denke, wenn wir bis da, wo wir connecten, ausbauen mit T3, können wir beide Anlagen so lassen. Und dann erst einmal dafür sorgen, dass wir genügend T-Träger automatisiert herstellen können. Also, dass wir mehr Stahl herstellen und dergleichen. Gut, aber das war's für heute. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn dem so sein sollte, gerne ein Däumchen da lassen. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Und eine wunderschöne gute Nacht. Ciao.